Angst, Ablehnung. Hass, Gewalt. Längst nicht mehr nur an den Rändern, sondern mitten in unserer Gesellschaft. Wir haben uns auf eine Reise begeben, durch Norddeutschland. Waren in den Städten, in den Dörfern, in den Kneipen. Dass irgendjemand mal sagt, scheiß Ausländer, wie gesagt, glaube ich, passiert in jeder Gaststätte. So, was Sie hier rum erzählen, wollen Sie den Block anstecken. Das ist dann leider so, dass die Schwarzköpfe meistens aussortiert werden. Gucken Sie doch an, das sind doch alles Ausländer hier. Und hier, da. Alles nur Zigeuner. Wir wollen wissen, wie weit haben sich Fremdenhass und Vorurteile ausgebreitet? Wo wird aus Angst Gewalt? Wie tolerant sind wir? Wie rechts ist der Norden? In unserer Gesellschaft gibt es überall Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Menschenfeindlichkeit. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten jedes Jahr spricht eine deutliche Sprache. Kein Mensch ist vor Vorurteilen geschützt. Wolgast, eine Hochhaussiedlung am Rande der Stadt. In einen der Blöcke sollen bald rund 200 Asylbewerber einziehen. Willkommen sind sie nicht. Über Nacht hat jemand einen Schriftzug an die Wand gesprüht. Heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Ich habe eine Frage. Sie haben auch mitgekriegt, dass hier dieser Schriftzug an der Wand steht, ne? Da vorne. Bitte? Das ist mit Recht, der Schriftzug. Sie finden das richtig? Ja, ich finde das richtig. Voll richtig. Weil das so ist und das wird auch so bleiben. Sie haben Angst, dass Sie morgen fremd in Ihrem eigenen Land sind? Wir sind doch sowieso schon fremd im eigenen Land. Reicht das nicht, dass die Kanaken hier sind? Die Leute müssen Deutsch schon hier ausziehen? Für die Leute Platz machen oder was? Bratwurst und Buletten sind da noch drin. Nur, das ist ja nicht die Entscheidung der Asylbewerber, hier hinzuziehen, sondern das ist die Entscheidung der Stadt. Ja, sie sollen in ihrem Land bleiben. Da, wo sie hingehören. Ganz einfach. In ihrem Land werden sie verfolgt. Das ist mir egal, wir werden hier auch verfolgt. Von wem? Von ihr. Mir ist das scheißegal. Die können wieder dahin gehen, wo sie zurückgekommen sind. Gekommen sind. Ganz einfach. Und das ist meine Meinung. Und dazu stehe ich auch. Wolgast Nord, günstiger Wohnraum. 30% Leerstand. Die Entscheidung, Flüchtlinge aus aller Welt hier unterzubringen, ist in 80 Kilometern Entfernung gefällt worden. Vom Landkreis. Die bisherigen Bewohner aus dem Block wurden in Nachbarshäuser untergebracht. Sämtliche Kosten dafür hat die Stadt übernommen. Ich finde das eine Schweinerei, dass sie uns Bewohner hier einfach rausschmeißen. Und hier komplett so einen Block draus machen. Das ist einfach eine große Schweinerei, ist das. Da passiert sowieso 100%ig was mit denen. Also, ich bin selber dagegen, damit die hier alle reinkommen. Ja, wenn sie die in ganz Wolgast verteilt hätten, dann wäre ja nicht so das Problem, aber in einem Block. Und warum ist gerade das ein Problem? Na, ich sag mal so, das ist leichte Beute für die anderen Leute, denn. Ja, da waren schon welche hier und haben vorne schon in eine 44 oder so, haben sie schon die erste Scheibe eingeschmissen gehabt. Fensterscheibe, ja. Und laut Gerücht, also was sie hier rum erzählen, wollen sie den Block anstecken. Irgendwer will den Block anstecken. Darüber reden die Leute hier ganz offen. Im Sommer 2012. Das Graffiti hat die Stadt übermalen lassen. Eine Schönheitsreparatur. Und ein Bürgermeister in Nöten. Was ist hier passiert? Das ist eine gute Frage. Irgendwelche Dummköpfe haben hier also Unsinn gemacht, wenn man das so sagen darf. Nein, es ist natürlich nicht schön, was hier passiert ist. Schmierereien. Was mich wundert, ist direkt im Wohngebiet, dass es niemanden gibt, der das gesehen hat. Das ist eine Tat eines einzelnen Verstörten, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken darf. Das wissen Sie schon? Das wissen wir nicht, aber davon gehen wir einfach mal aus. Und wenn es 2-3 sind, ist das nicht die Mehrheit der Wolgaster Bevölkerung. Nicht die Mehrheit, nur ein Ausschnitt vom Rande der Stadt. Von Menschen, die offenbar außer ihrem Deutschsein nicht mehr viel haben.
Der Bürgermeister meint, sich rechtfertigen zu müssen. Es gebe keinen Luxus für die Ausländer. Na, also wie man sieht, kein Fernseher. Kein Nichts eigentlich, bis auf zwei Tische und vier Stühle. Ein Stahlgitterbett als Etagenbett. Und das sind die Wohnzimmerschränke, wenn man so will. So. Gemütlich ist was anderes. Richtig. Und deswegen sage ich, es ist weniger als spartanisch, glaube ich. Und von Luxus kann hier keine Rede sein. Was soll ich denn tun? Soll ich die alle wegprügeln, die hier unten stehen? Das geht ja auch nicht. Weil auch der mit einer anderen Meinung hat das Recht, diese Meinung zu äußern. Und ich glaube, Rostock-Lichtenhagen wird sich nirgendwo wiederholen in Deutschland. Also davon bin ich fest überzeugt. Hoffentlich. Ist nicht. Hoffentlich. Ende August. Die ersten Asylbewerber ziehen in ihr neues Zuhause. Zunächst 24 Flüchtlinge aus dem Iran, aus Afghanistan und der Türkei. Wer in seiner Heimat verfolgt und bedroht wird, soll hier Schutz finden. Gleich in der ersten Nacht grölt vor ihren Fenstern eine Gruppe junger Männer. Es fliegen Bierflaschen und Steine. Am anderen Tag beschallt ein Nachbar den Hinterhof mit rechtsradikaler Musik. Alle sollen es hören. Im Hinterhof ihres neuen Zuhauses hören die Flüchtlingskinder die Musik des Nachbarn. Und sie tanzen zu dem Lied, dessen grausamen Text sie nicht verstehen. Ich glaube, das ist eine Frustration, eine totale Unzufriedenheit mit sich selbst. Da sind sehr starke Emotionen und die versuchen auf diese Art und Weise ein Ventil zu finden. Und das trifft halt eine wehrlose Gruppe. Es trifft eine Gruppe, die sich nicht wehren kann, die keine Lobby hat, die sozusagen zufrieden sein muss, dass sie ein trockenes Dach über den Kopf hat. Und ja, einfach Übertragung der eigenen Angst auf Schwache, die sich nicht wehren können. Psychologisch bewirkt das ja, dass diejenigen, die solchen Ideologien anhängen, sich selber aufwerten, ihr eigenes Selbstbewusstsein aufblasen, pimpen, wenn man so will, neuzeitlich damit, dass sie sagen, wir sind eigentlich die Besseren, die Herren, Menschen und die anderen stehen unter uns. Aufgrund unserer Berichterstattung ermittelt die Staatsanwaltschaft. Es geht um Volksverhetzung. Wie geht es weiter in Wolgast Nord? Monate später werden wir zurückkehren. Zunächst fahren wir entlang der Ostseeküste nach Krüppelin. Kurz vor unserer Ankunft wurde der jüdische Friedhof geschändet. Zum dritten Mal in diesem Jahr. Wo wäre denn der Punkt, wo Sie sagen würden, okay, da müsste man jetzt wirklich was dagegen tun, damit es nicht weiter ausartet? Ja, dann müsste noch mehr passieren, würde ich sagen. Dann könnte man sagen, so, jetzt artet das aus. Aber es ist schon schlimm mit dem Friedhof, aber ansonsten hat man so weiter noch nicht was gehört. Im Zentrum sprechen wir mit dem Bürgermeister. Vor die Kamera will er nicht, aus Angst vor den Rechtsradikalen. Denn für seine Aktionen gegen die NPD ist er hart angegangen worden. Im Ort will man von Problemen nichts wissen. Wir haben kurz mit dem Bürgermeister gesprochen. Der hat gemeint, die NPD spielt hier schon auch eine Rolle. Warum sind Krüppelin? Also, da weiß ich auch nichts von. Also in Ihrem Alltagsempfinden spielt die NPD, also die nehmen Sie hier nicht wahr? Wollen Sie mir das sagen? Ich jedenfalls, nee. Ich auch nicht. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir fragen weiter. Wollen mit Jugendlichen sprechen, denn Studien zeigen, immer mehr junge Erwachsene haben ein rechtsextremes Weltbild. Im Osten Deutschlands hat sich diese Zahl sogar verdoppelt. Meine Brüder sind so ein bisschen doll rechts, deswegen. Ja. Der eine ist auch im Gefängnis. Die anderen, die sind noch draußen. Ja.
ziehen so eine Sache an und sowas. Und fühlen sich dann immer so. Dann hören sie so diese Musik dazu. Diese rechte Musik da mit Hitler und sowas. Ich habe lieber Techno und Hip-Hop. Ah, Sie würden sagen, das kommt über die Musik dann? Ja, so rechtsradikale Musik, das stiftet schon manchmal an zu so einem Taten hier. Rechte Musik verführt. Bands mit eindeutigen Namen, frei verfügbar im Internet. Nicht etwa nur über rechtsextreme Foren, sondern im Herbst 2012 auch auf Last.fm, einem der größten Online-Musikportale. Die Cover spielen bewusst mit rechter Symbolik und der nationalsozialistischen Ideologie. Die Musikplattform verbietet solch eine Propaganda, eigentlich. Trotzdem finden wir einschlägige Titel. Wir fragen nach. Die Antwort schriftlich. In Deutschland arbeiten wir mit regulären staatlichen Stellen zusammen. Dabei nutzen wir einen Filter, um von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien indizierte Bands und verbotene Texte wie Heil Hitler zu blockieren. Wonach da aber gefiltert wird, ist fraglich. Das Horst-Wessel-Lied zum Beispiel ist in Deutschland verboten. Zum Zeitpunkt unserer Recherchen taucht das Lied bei Last.fm gleich in mehreren Ausführungen auf. Und auch bei anderen Titeln sind die Inhalte eindeutig. Musik ist die Einstiegsdroge, wie manche sagen, ist fast ein bisschen abgegriffenes Wort, ist aber auf jeden Fall ein Türöffner für rechtsextremes Gedankengut. Und damit werden Geschäfte gemacht. Auch auf anderen Webseiten, wie Amazon, dem größten Online-Kaufhaus der Welt. Nicht akzeptable Produkte können zwar gemeldet werden, trotzdem werden wir schnell fündig. Accessoires, Kleidung und Musik für den Nazi-Kult. Über solche Artikel definiert sich die Szene. Über was? Am Abend treffen wir in Kröpelin eine junge Frau. Sie will nicht erkannt werden, spricht aber offen darüber, wie rechtsradikaler Lifestyle hier aussieht. Was würdest du sagen, wenn du sagst, rechte Szene, wie äußert sich das? Ja, dass sie wirklich hier irgendwo rumstehen, sie Heil schreien und zwei Minuten später, ich sage immer, runter zum Döner gehen und sich da einen Döner kaufen, wo wir mit denen da zusammensitzen und ein Bier trinken. Was sich als Rechte ja normalerweise gar nicht gehört. Das sind ja Ausländer tabu. Du sagst, dein Freund hat Bilder von Adolf Hitler an der Wand hängen. Na, an der Wand nicht direkt. Er hat so ein, ja, wenn man Fernsehen anmacht, kommt da so ein Hitlergruß, sag ich mal, mit Adolf. Wenn man Fernseher anmacht? Genau, wenn man Fernsehen anmacht. Unsere Reise durch Mecklenburg-Vorpommern führt uns weiter, nach Koblenz. Jeder dritte Bewohner hier hat bei der letzten Wahl sein Kreuzchen bei der NPD gesetzt. Mehr als in jedem anderen Ort im Norden. Leere Straßen, verlassene Höfe. Es fehlt eine Idee von der Zukunft, sagen die Menschen hier. Ja, da braucht man sich ja eigentlich nicht wundern. Also mir fehlen jetzt einfach von den Parteien Visionen, was man hier besser machen könnte. Angebote. Und da braucht man sich wohl nicht wundern, wenn die Leute zu diesen gehen, die ihnen irgendwelche Angebote machen. Zum Beispiel Beratung bei Arbeitslosigkeit und Angebote für Kinder machen, weiß ich. Angebote für Kinder, die es in Koblenz kaum noch gibt. Nur die Geranien zeigen uns, dass hier überhaupt noch Menschen wohnen. Wer jung und gut ausgebildet ist, ist längst weg. Es fehlt fast eine ganze Generation. Wir treffen die Bürgermeisterin. Auch ihr Sohn hat vor gut einem Jahr rechts gewählt. Bei 245 Einwohnern, 34% NPD, ist ja eigentlich auch eine enorme Zahl, ne? Wenn man sich dazu richtig überlegt. Ist ja. Ich habe in dem Moment auch eigentlich die Leute verstanden und eigentlich wollte mir damit nur ein Zeichen setzen, wie wütend man eigentlich hier oben ist. Worauf wütend? Ja, worauf wütend?